Lifestyle TV, das Trendmagazin für Fashion, Beauty, Interviews, Events und vieles mehr. In Lifestyle TV stellen wir euch Männerhobby, eine der aufstrebendsten Brennereien in Norddeutschland, vor. Vor kurzem wurde Martin Neumanns Krummrum Limited Edition 1000 Seen bei den renommierten World Rum Awards in Großbritannien als weltbester Rum unter 5 Jahren ausgezeichnet. Nun erzählt er uns seine Geschichte. Ich hatte vorher eine andere Firma, die habe ich 2011 verkauft und hatte dann überlegt, was machst du denn jetzt? Und dann wollte ich immer irgendwas herstellen. So, und dann muss man ja das machen, worauf man auch irgendwie Bock hat und was einem Spaß macht. Und da hatte ich eigentlich zwei Dinge im Kopf, irgendwas mit Fleisch oder irgendwas mit Schnaps. Und beim Fleisch brauchst du halt einen Meistertitel, beim Schnaps nicht. Und deswegen war das dann irgendwie gesetzt, dass wir so eine Brennerei anfangen. Und ja, dann ging es ja los mit einem so ganz typisch norddeutschen Produkt, mit einem Kümmel. Und haben uns dann da eben am alten Standort in der alten Halle dann irgendwie auch entwickelt, was Sortiment und so anging. Und auch Mitarbeiter kamen immer mehr dazu. Ich habe da ganz alleine angefangen. Dann kam meine Frau und ja, dann hat sich das eigentlich so ganz gut entwickelt, dass wir jetzt dann 2022 hier nach Mönchhagen an die 105 ziehen konnten. Und auch noch ein paar neue Betriebsbereiche hier so aufgegriffen haben. Also wir haben auch die Brauerei dann gebaut und haben ja eine ganz tolle Gastronomie und eine große Handelsfläche. Und ja, das ist eigentlich unsere Geschichte in sehr ganz kurz ausgedrückt. Wir haben hier ganz viele tolle Produkte von Produzenten, die jetzt nicht unbedingt aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, aber schon auch aus Deutschland, weil das ist unser Anspruch, dass wir möglichst versuchen, hier herzustellen, dass wir kleinen Produzenten auch die Möglichkeit geben, tolle Produkte in unserer Manufaktur dann zu zeigen. Wir stellen hier selber Spirituosen her, wir stellen hier auch selber Bier her und das sind eigentlich unsere Produkte, die wir auch zum Verkauf anbieten. Also wir haben ganz viele verschiedene Spirituosen, angefangen vom Kümmel damals, den wir natürlich immer noch haben, weil das ein ganz großartiges Produkt ist. Seit 2017 haben wir angefangen, an Wettbewerben teilzunehmen, über 200 internationale Auszeichnungen verdient. Und dann mit dem Umzug 2022 eben auch die Brauerei, dass wir jetzt also auch unser eigenes Bier machen. Und also diese beiden Arten von Produkten, die gibt es hier, alle zum Probieren und alle zum Kaufen für unsere Kunden. Wenn man uns besuchen kommt, wir haben ja diesen schönen offenen Bau, dann kann man sich auf jeden Fall schon mal selber auch einen Überblick verschaffen und auch so auch Einblicke haben in das tägliche Arbeitsgeschehen. Was passiert so in der Brennerei, was passiert in der Brauerei. Wir füllen ja auch hinten immer ab, auch da kann man dann zusehen. Und darüber hinaus kann man aber auch bei uns ganz viele Führungen machen. Wir haben auch so Erlebniskurse, wo man dann unter Anleitung eben zum Beispiel einen eigenen Likör mal eben machen kann. Wir bieten Tastings an und für Firmen eben auch von der Tagung bis zur großen Weihnachtsfeier kann man eben bei uns auch noch viel erleben. Und das wollen wir auch noch ausbauen. Also es steht da draußen groß dran, eine Erlebnismanufaktur. Und das ist auch ein Fokus für uns die nächsten Jahre, dass wir das Erleben hier noch mehr ausbauen wollen. Ne? Das sind unsere beiden Destillateure, Marc und Patrick, die quasi den Bereich hier auch verantworten und hier so also Tag ein, Tag aus Schnaps brennen, vorbereiten, reduzieren. Ja, das sind ja sehr viele Arbeitsschritte in so einer Brennerei zu machen. Vom Einmeischen für den Rum, also wir kriegen ja dann zum Beispiel die Zuckerrohrmelasse in einem Tanker geliefert und dann muss das ja erstmal angesetzt werden, verdünnt werden, vergoren werden und wird dann hier destilliert. Neben auch all den anderen Produkten, die wir noch machen. Likör wird nicht destilliert. Das sind bei uns oft so Ansatzliköre, so wie man das früher auch gemacht hat. Also wenn man mal so ein Johannisbeerlikör gemacht hat, bei uns immer natürlich echt handgemacht. Oben ist ja der große Slogan. Also immer mit echten Früchten und keine Aromen, keine Konservierungsstoffe. Und wenn wir Schnaps brennen, aber eben auch. Also wir nehmen für Gins auch immer dann also echte Rohstoffe, die wir selber dann extrahieren und ausziehen und ansetzen. Und beim Rum machen wir es eben auch selber. Ne? Also das ist ja auch so ein großer Unterschied zu anderen, die das vielleicht machen.
wir kaufen nicht nur ein und kleben unser Label drauf, sondern wir stellen das wirklich alles vom Anfang bis zum Ende selber her. Hier kannst du jetzt sehen, hier drinnen kocht jetzt die Rummeische. Und hier wird jetzt gerade der Rum gebrannt, der dann also nach dem Brennen eben in die Fasslagerung geht oder auch in die weitere Verarbeitung. Also wir machen ja auch einen Rumlikör zum Beispiel, den Krummi, und bei dem nehmen wir auch unseren Rum als Grundlage. Und wenn der dann rauskommt, dann verarbeiten wir ihn weiter. Hier hinten, wir sind ja hier auch unter Zollaufsicht. Ne? Also wenn man Alkohol herstellt, ist ja auch Alkoholsteuer immer so ein Thema. Und deswegen haben wir hier so eine Zähluhr dran. Ne? Und dann läuft es hier raus. Das ist jetzt zum Beispiel frisch gebrannter Rum. Ne? Ja, ganz wunderbar. Also ich finde das auch nach wie vor, es riecht auch immer schön. Also gerade wenn die Brennblase nachher aufgemacht wird, wir versuchen immer zweimal am Tag auch zu brennen, wenn sie aufgemacht wird zum Reinigen, dann strömt dieser ganze schöne Rumduft hier auch durchs Gebäude. Das finde ich ganz großartig, wenn man hier reinkommt. Viele sagen auch, oh, das riecht hier aber schön. Ne? Das ist alles, was aus der Brennblase kommt, ist halt relativ hochprozentig. Frei von Zucker und frei von jeglichen Farbstoffen. Und ja, ein klares, blankes Destillat. Man sagt auch den New Make. Ne? Also das, was jetzt quasi neu und frisch gebrannt worden ist. Ne? Und wie man ja sieht, auch hier mal gleich so ein paar Gläser, damit man dann Qualitätskontrolle. Es ist eine Qualitätskontrolle, damit man hier auch mal auch gut eine Qualitätskontrolle machen kann gleich. Ne? Was zeichnet einen Rum aus? Also in dem Fall hat eine Jury den Rum ausgezeichnet. Sonst im Alltag, so hat ja jeder seine eigenen Geschmackspräferenzen. Was zeichnet einen guten Rum aus? Meiner Meinung nach zeichnet einen guten Rum erstmal eine gute Produktqualität aus im Rohstoff. Ne? Dass man wirklich, wie wir es halt auch bei allen Produkten machen, immer den möglichst besten Rohstoff nimmt. Dann, dass man auch vielleicht nicht zwingend nur output-orientiert arbeitet, also sagt, ich will jetzt, also egal wie er schmeckt, ich brenne hier ganz viel raus, damit ich viel rum habe. Nein, man muss schon gucken, dass man eben richtig Vorlauf, Mittellauf, Nachlauf abtrennt, um dann auch ein gutes Produkt zu haben. Und natürlich all die Liebe, die wir da reinstecken, macht auch ein gutes Produkt aus. Ja, und dann gibt es noch so ein paar technische Faktoren. Und in dem Fall ist es so, wir haben jetzt ja in London den Titel Weltbester Rum unter 5 Jahren verdient bei den World Rum Awards. Und wenn so eine Fachjury von so einem internationalen Wettbewerb, und die World Rum Awards sind wirklich auch schon ein guter, ein belastbarer Wettbewerb. Wenn eine Fachjury sagt, dass er gut ist, dann muss er ja gut sein. Und da haben wir uns wirklich mega drüber gefreut, auch vor allen Dingen uns gegen eine karibische Konkurrenz durchzusetzen, weil Rum ja eigentlich ein Produkt ist, was in der Karibik hergestellt wird. Und wenn man dann als deutsches Unternehmen so eine Auszeichnung bekommt, dann kann man sich hinstellen und sagen, doch, unser Rum ist wirklich gut. In Deutschland würde ich sagen, das ist so hundertprozentig nicht zu zählen. Man könnte sicherlich die Mühe machen, ich würde mal sagen, vielleicht 1 oder 2 Handvoll Brennereien machen auch Rum. Wohl auch immer so nebenher, würde ich sagen, also ohne jetzt so einen Schwerpunkt zu setzen, wie wir das machen. Bei uns wird der Rum wirklich in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen. Und wir haben ja auch seit 2020 brennen wir jetzt Rum und wir haben ja auch schon ein großes Fasslager aufgebaut. Das ist für uns quantitativ einfach der Anteil größer ist als vielleicht bei manchen anderen. Es gibt natürlich viele Rum-Marken, die auch so tun, als ob sie dann irgendwie von hier kommen. In der Regel sind es aber dann so importierte Produkte, die dann hier vielleicht maximal noch eine Reifung erfahren, aber im Endeffekt sind es Produkte, die hier nur geblendet und abgefüllt werden. Also richtig Produktion von Rum ist in Europa sehr selten. Ich hab tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir auch selber Zuckerrohr anbauen können. Bin noch nicht dazu gekommen, mal einen Landwirt zu fragen. Es wäre durchaus mal spaßig. Vielleicht machen wir das mal, ist doch eine gute Idee. Aber in Deutschland wächst leider also so überhaupt gar kein Zuckerrohr, vielleicht maximal zur Zierde. Aber hier den Lieferanten zu finden, das hat bisher noch nicht geklappt. Ne? Was wir eben auch machen, ist ja, dass wir so kleine eigene Fässer verkaufen. Ne? Also wir lagern ja typischerweise in so American Standard Barrels. Die haben immer so 190 Liter Fassungsvermögen. Aber es gibt ja auch immer wieder Menschen, die uns gefragt haben, ey, ich hätte gerne ein eigenes Fass rum und kann ich ein kleines Fass bei euch kaufen? Und das kann man auch machen. Also man kann dann quasi hier so also in der Regel machen wir das in 30 Liter Fässern. Wir also bieten es auch in 20 Liter Fässern an, aber die meisten Kunden wollen dann so ein 30 Liter Fass haben. Und dann können sie also hier ihr eigenes Fass bekommen, kriegen auch dann eine Plakette drauf und dann reift das bei uns. Der Kunde kann es sich auch zu Hause reifen lassen, aber eben diese kleinen Fässer sind sowohl für uns Versuchsfässer als auch Kundenfässer,
die wir dann befüllen und die dann derjenige oder diejenige sich dann irgendwann genüsslich zu Hause abfüllen kann, wenn wir es nicht machen. Also wir haben hier angefangen von dem weißen, blanken Rum, wie er halt aus der Brennblase kommt, haben wir hier das erste, dann steht hier halt drauf, wie lange das jetzt gelagert worden ist. Also das zum Beispiel lag nur 7 Tage im Fass. Kann man so schön sehen, auch nach 7 Tagen passiert was. Und dann also geht das halt so hoch, bis man hier also jetzt schon in der eher typischen Rumfarbe was hat, was denn schon 6 Monate im Fass lag. Also man kann sehen, das mit der Farbe geht relativ zügig, auch nach Fasstyp. Allerdings die Prozesse, die in der Fassreifung stattfinden, also die Extraktion aus dem Holz und die Reifung, auch unter Einfluss von Sauerstoff und Verdunstung, das braucht eben länger. Ne? Also es ist nicht nur Farbe, so muss ja auch Geschmack sein. Und das zum Beispiel ist jetzt hier mal so was ganz, ist ja schon fast rötlich. Das ist jetzt ein ganz besonders gefinishtes Fass gewesen, was jetzt für unsere neue Limited Edition, wir haben ja die Auszeichnung für die erste Limited in diesem Jahr bekommen. Und so wird jetzt unsere zweite Limited aussehen, die jetzt im Herbst kommt. Die ist in einem Amarone-Fass gereift worden. Es kommt immer darauf an, was man erreichen will. Wir arbeiten ja auch daran, dass wir mal einen 12-jährigen Rum anbieten können. Ja, können wir dann rechnen, 2020 angefangen, 2032 ist es dann soweit. Aber ja, man kann das also gar nicht so sagen. Es hängt immer am Produkt, was man haben will. Ne? Nach deutschem Reinheitsgebot besteht ein Bier ja aus 4 Zutaten. Und hier wird eben das Malz vorbereitet. Wir haben draußen ein Silo stehen, wo unser Hauptmalz sortet, drin ist das Pilsner Malz. Hier neben mir sind dann die Säcke für die Spezialmalze. Auch beim Bierbrauen ist es im Endeffekt wie beim Kuchenbacken. Du hast ein Rezept, eine Hauptmalzsorte und dann oft noch verschiedene andere Malze dazu. Für einen Dunkel brauchst du ja auch ein Röstmalz dann. Und die kommen dann sackweise dazu. Und hier läuft quasi das Malz aus dem Silo ein. Wird dann hinten vermahlen, an der Malzmühle, geht dann in den Schrotbunker und von hier aus in die Brauerei. Ja, und hier machen wir also insgesamt jetzt 5 regelmäßige Biersorten, ein Pilz, ein Helles, ein Dunkel, ein IPA und ein Weizen. Und dann immer noch so Aktionsbiere. Also jetzt zum Winter, im letzten Winter hatten wir zum ersten Mal so einen Winterbock mit so auch ganz witzigen Gewürzen drin, wie zum Beispiel so eine Tannennadel. Also da ist ja auch Karl wirklich überaus kreativ. Deine Rezeptfindung und jetzt im Winter machen wir so einen Winterbock und einen Stout. Im Frühjahr, da gab es so einen Gurken-Ale, also mit Gurkensaft drin. Und für den nächsten Sommer haben wir jetzt schon so ein paar auch so noch so Biermischgetränke geplant. Also es gibt immer wieder aktionsweise auch andere Biere. Ne? Also, tatsächlich ist ja Alkohol nicht nur ein Genussmittel, es ist ja auch leider ein Suchtmittel, wie mit vielen Dingen. Wenn man es übertreibt, ist das nicht gut, also da muss man schon mal aufpassen. Deswegen sage ich ja auch, wir stellen ja aber keine Wirkungsspirituosen her, sondern eher Genussspirituosen, weil wir natürlich den Genuss und nicht die Wirkung triggern wollen. Deswegen geben wir uns auch so viel Mühe, deswegen sind unsere Produkte halt auch eine Mark teurer. Aber man kann vieles auch zu Hause machen, also sag mal so wie unser Johannisbeerlikör, der ist ja auch inspiriert von dem, wie meine Oma es damals zu Hause gemacht hat. Aber ansonsten beim Brennen, da muss man das vielleicht schon mit Vorsicht auch genießen, aus 2 Gründen. Also, das auch schon oft erlebt. Ja, ich habe hier irgendwie Äpfel und Birnen und will da meinen eigenen und habe hier mir eine Brennblase gebaut. Also, man kann da dann tatsächlich aus zweierlei Perspektiven auch ein Problem bekommen. A, haben wir immer, so gerade bei Obstbrennen ist das so eine Geschichte mit dem Vorlauf. Also, wenn man die Gärung nicht richtig führt, dann entsteht eben bei der Vergärung nicht nur der gute Alkohol, der Ethanol, sondern auch der schlechte Alkohol, der Methanol. Die liegen sehr dicht beisammen und Methanol ist ein sehr starkes Gift. Also auch schon in kleinen Mengen kann der auch schon mal tödlich werden. Also wir kennen alle die Geschichte mit Blindwerden. Da muss man schon mal aufpassen, also dass man da keinen Scheiß macht. Und seit Anfang 2018 hat der deutsche Staat oder der Zoll dem selber Brennen eigentlich so einen Riegel vorgeschoben, dass man auch keine Brennblasen mehr besitzen darf. Es ist, wenn man das zu Hause macht, Schwarzbrennen, es ist Steuerhinterziehung. Und wenn einem der Nachbar nicht wohlgesonnen ist und das mitkriegt, dann hat man ruckizucki den Zoll in der Haustür stehen. Und die finden das allgemein nicht so richtig cool, wenn man selber eine Brennanlage betreibt. Wir haben einen Online-Shop unter www.männerhobby.eu. Dort kann man größtenteils alle Sachen, die wir hier bei uns im stationären Handel auch kaufen. Vorrangig aber unsere Spirituosen, die wir selber herstellen. Aber so ein paar kleine Spitzfindigkeiten findet man dort auch.